Die Erfolgsgeschichte der Goldwing, dem Flaggschiff von Honda, reicht bis ins Jahr 1975 zurück. Mit dem Modelljahr 2018 vollzieht Honda mit der Goldwing eine Zäsur. Das Flaggschiff sollte nicht zum Schlachtschiff mutieren, sondern durch gezielte optische Eingriffe eine Vielzahl von technischen Neuerungen State of the Art der erstklassigen Reisemaschinen beibehalten. Dazu zählt, dass die Goldwing nicht ihre schiere Masse durch den Wind schiebt, sondern dass die Aerodynamik geschickt genutzt wird, Fahrer und Beifahrer vor allzu viel Witterungseinflüssen zu behüten. Technisch bringt sie eine neue Vorderradaufnahme, die den Lenker von den federnden Massen entkoppelt und durch den geänderten Einfederweg Raum schafft, die Motorgetriebeeinheit schwerpunktgünstiger nach vorn zu verlagern. Es bleibt bei einem turbinenartig und seidenweich hochdrehenden Sechszylinderboxer, nunmehr mit manuellem Sechsganggetriebe oder wahlweise Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Auch bei der Vorgängergeneration der Goldwing konnte ich mich davon überzeugen, dass diese durchaus auch die flotte Gangart erlaubte. Der Abrieb der Fußrasten auf diesem technischen Übungsgelände zeigt jedoch deutlich, dass die Goldwing in Sachen Kurvengier ungeheuer zugelegt hat.